Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir treffen uns heute mit unserem Arbeitgeber, oder was? Bist du es? Nein. Da, Tobias Pfeiffer. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Fälscher. Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Ah, okay. Ich verstehe. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher die Kupferplatten kommen. Ich weiß, wo die Kupferplatten hergestellt werden. Wirklich? Sag schon. Es ist der Schmied im Hof des Klosters. Er beliefert die Fälscher. Weißt du, wie das vonstatten geht? Nein. Ich weiß nur, dass ein Mann namens Rapota die Ware abholt. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Standswerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Master Graveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Finde ich gut, dass er hier ist. Das macht es alles irgendwie ein bisschen einfacher. Muss ich nicht hin und her laufen. Verdammt! Hallo, Sasawa-Schreiber. Guten Tag. Wie kann... Lass uns handeln. Gott über dich wachen. So, was hast du denn so schönes? Bücher, die ich noch nicht kenne. Da, gegen Flöhe und Warzen, Lesebuch 3. Und das war's. Mehr hast du nicht. Kann ich dir irgendwas geben? Stimmt, ich habe ja noch ganz viele Bücher. Nö, das war's schon. Passt. Ich habe 30.000, ich denke, ist mehr als genug. So, okay, ich würde sagen, wir lesen erstmal ein Büchlein. Wer braucht schon Schlüssel? Tschu. Yay, Schlösser knacken. So. Was haben wir denn noch so Schönes? Dieb im Glück. Wenn dir ein Dietrich abbricht, besteht eine Chance von 10%, dass das Schloss sich dadurch öffnet. Die Chance ist bei leichten Schlössern sogar höher, bei schweren Schlössern jedoch geringer. Dein sechster Sinn schlägt Alarm, wenn jemand darauf und dran ist, dich beim Schlösserknacken zu erwischen. Ich denke, das ist auch nicht schlecht, ne? Machen wir sechster Sinn. Klingt ganz vernünftig. Und weil es jetzt sowieso mitten in der Nacht ist... Gucken wir direkt nach einem neuen Buch. Tschüss. So, Ulrichs Dokumente. Achso. So. Speisen wie ein Herkules. Ach, mehr kann ich nicht lesen, ey. Hauptstufe erhöht. Stärke erhöht. Nice. So, wir brauchen was zu essen und ein Bettchen. Haha, was zu essen? Gucken, ob wir hier auch irgendwo schlafen können. So, ein neuer Tag und wir klauen wieder mal. Yay. Nix cool, nix für mich. Kann ich die mittlerweile... Ah, ich kann die mittlerweile knacken, ich brauche meinen Trunk gar nicht mehr. Geile Sache, geile, geile Sache. Ernsthaft? Lesebuch 3. Ah, ach so. Das ist das Inventar des Typen. Na gut. Stimmt. Wir können ja noch weiterlesen jetzt, ne? Speisen des Herkules. Direkt mal weitermachen. Dann haben wir es gleich wieder mitten in der Nacht. Egal. Yay. So, Spieler lesen. Wissbegierig, ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, hast du nicht gesehen. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, okay, kannst klicken. Brauche ich auch nicht. Wissbegierig. So. Nice. Was haben wir hier so drin? Ein paar Kelche. Könnte man verkaufen, mache ich aber nicht.
Was? Ich muss das selber knacken? Das ist unglaublich. Groschen. Ah, wieder nur Kelche. Das Buch kann ich nicht nehmen. Gut, das war's hier. Gut, dann nehmen wir die Fackel auf jeden Fall aus der Hand. Und gucken uns das nächste Buch an. Kann ich flink wie ein Wiesel mittlerweile? Immer noch nicht. Gegen Flöhe und Warzen. Yay. Okay, steht nicht mehr da. Das kann jetzt weg. Lesebuch. Komfort 150, alter Schwede. Lesen erhöht, nice. Weg mit dir. Weg mit dir. Marathon. Kann ich noch? Okay, weiter geht nicht. Marathon muss ich noch zu Ende lesen, obwohl... Kannst du dich nicht mehr konzentrieren, ja, super. Ja, müssen wir halt nochmal warten. Yay. So, direkt weiterlesen. Ach, du kannst übrigens weg, oder? Ja. Tschüss. So, dann Dreifaltigkeitswürfel. Ein gesegneter Spielwürfel der heiligen Dreifaltigkeit. In der Hoffnung, eine 3 zu würfeln. wo ist das jetzt? Marathon da. Okay. 1,3. Oh Gott, das hat ja ganz schön Wert, du. Kann ich das jetzt lesen? Ach, leck mich doch. Wir müssen viel mehr Schreiberlinge aufsuchen. Naja. So, jetzt können wir endlich weitermachen. Sorry, aber manchmal muss man auch leveln gehen, ne? So, fertig. Guck mal hier. Ich würde sagen, wir sind ziemlich gut aufgelevelt. Ja. Eigentlich kann kaum noch was schief gehen in diesem Let's Play. Ich bin auch schon lange nicht mehr gestorben, sagte er und plötzlich starb er durch einen Glitch. Nein. Och, ich hab mich schon... Hier ist es zu tief. Wo bin ich denn? Wo ist mein Pferd? Wieso komme ich nach hinten? Ich habe keine Orientierung in dieser Stadt. Ja, wo zur Hölle bin ich denn? Ach ja, ist näher dran, jetzt zu laufen. Ja. Ach, dieses Haus habe ich gesehen. Ich hatte immer so die Versuchung, da einzudringen, weil es so groß aussieht. Ist es auch, ja. Ach, der Schreiber! Der Schreiber! Da müssen wir woanders reingehen. Wie kennen wir den, Halunken? Den haben wir schon öfters besucht. Das ging hier irgendwo hoch, oder nicht? Nee. Dann war es doch hier, die Treppe hoch. Nee, dann war das ein anderer Schreiber. Nee, doch nicht. Meister Jerome. Gott sei mit dir. Wie läuft's mit der Arbeit, Meister? Was macht die Arbeit, Meister? Ich komm schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Arbeitest du allein? Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die 5. Plage Ägyptens. Die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel. Die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Okay. Hat Florian Feinde? Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Sprich mit der Herrin des Badehauses. Erzähl mir von ihm. Was ist dein Lehrling Florian für einer?
Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Seine Truhe, ja. Darf ich fragen, wieso? Er schuldet mir Geld. Er schuldet mir Geld. Natürlich. Sag schon, Würfeln oder Saufgelage? Beides. Sodom und Gomorra sind zu gut für ihn. Hier, ich ziehe es ihm vom Lohn ab. Danke. Danke. Ich würde dennoch gern ein Wörtchen mit ihm wechseln. Ah, wie ich sehe, ist es damit nicht getan. Das überrascht mich nicht. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. 250 Groschen ergaunert. Eine Frau aus dem Badehaus, sagst du? Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Woran arbeitest du eigentlich so, nebenbei? Wir sind ja Freunde. Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Okay. Ab Dank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Lebe wohl. Sophie Dassu. Ist das deine Truhe? Schauen wir doch mal rein. Münzzeichnungen. Aha. Groschen. Aha. Man kann nie genug Groschen haben. Verdächtige Zeichnungen. Gucken wir uns mal an. Das ist also die Münze, ja? Okay. So, das wäre Nummer 1. Hallo? Dann reiten wir mal zu den Dirndeln. Da war ein scheiß Torbogen. Ach Mann, es ist das zweite Mal heute, WTF. Okay, über die Brücke. Ach, das ist da, wo wir stecken geblieben sind. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier über die Brücke und dann rechts halten. Ja. Und hier müsste das sein. Hallo, alte Frau. Erstmal Florian. Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir. Wegen dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? Was ist passiert? Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Ich verstehe nicht, was Florian damit zu tun hat. Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Die haben mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Okay, Florian und Esther.
Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und enden tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Okay, Esther. Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt wie eine Tochter. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Hoffentlich redet sie nicht so wie du. Sonst lasse ich sie da. Was hat der Vogt unternommen? Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Wo finde ich Florian? Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker, wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Okay, beim Bäcker, dankeschön. Ich bin an euch. Und was darfst du? Das volle Programm. Ich hätte gerne... Du lebe wohl. So, da fühlt man sich doch schon viel besser. Was zur Hölle machst du? Du willst etwas von mir, nicht wahr? Ich habe mir nicht gerade die schönste rausgesucht, aber gut, was soll's. Ich bin sauber. Na gut. Ab zu Florianchen, ne? So. Ich frage mich, ob dieser Löwe, den wir bekommen durch das Techtelmechtel, ob das irgendwas mit Geralt zu tun hat, ja. Aus Witcher. Was sagt ihr dazu? Hallo Florian. Wir haben einiges zu bequatschen. Ich mache extra die Tür dafür zu. Und beklau dich vorher. Schade. Das volle Programm, Freunde. Oh, Federn. Die nehme ich doch gerne, und falls ich mal einen Snack brauche. Gelobt sei Jesus Christus. Du siehst nicht krank aus, mein Freund. Für einen Kranken wirkst du recht aufgeweckt. Was? Wer zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Tja, wegen dieses Mädchens. Es hat mit diesem Mädchen zu tun, nicht wahr? Woher weißt du das? Das spielt keine Rolle. Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nicht mitmachen, ich schwör's. Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Aha, wer ist Esther? Wer ist Esther? Mein Mädchen natürlich. Dieser Abschaum hat sie aus dem Badehaus entführt. Ja, das rechtfertigt deine Taten nicht. Das rechtfertigt deine Taten nicht im geringsten. Mir egal, es geht nicht um mich. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Ich mach schon. Na schön. Ich bringe dir deine Esther zurück. Ehrlich? Ja, aber dann musst du mir alles erzählen. Ich schwöre bei Gott, bring sie mir einfach zurück. Alles andere ist unwichtig. Wo wird sie festgehalten? In den Hügeln bei Scarlets. In der Nähe der Minen gibt es verlassene Hütten. Dort habe ich sie das letzte Mal gesehen.
Ich hatte darauf bestanden, dass sie mich zu ihr lassen. Dann gehe ich dorthin und lasse mir etwas einfallen. Du bist mein Retter. Noch habe ich das gemacht. Wer weiß, was geschehen wird. Lebe wohl. Tja. Da haben wir den gleichen Gedankengang, mein Freund. Na gut. Dann wollen wir mal, ne? Falsche Taste drücken. Und wir reisen wieder mal. Ach, da war ich schon des Öfteren. Hier ist ein Lager. Reiten wir von hier aus los. Da gehe ich drauf ein. Auflauern, ja! Mal gucken, vielleicht kann ich ein oder zwei treffen, bevor ich weiterreite. Eigentlich möchte ich nur, ich möchte diesen Spot eigentlich nur nutzen, um näher dran zu sein an meinem Ziel. Ja, tschüss, ne? Ja! Hä? Sind die einfach abgehauen? So, wir müssen da hoch. Ist nur die Frage, wie, ne? Was haben wir denn hier für ein Hütchen? Was geht? Ist irgendjemand zu Hause? Interessanter Ort. Ich könnte schlafen und speichern. Cool. Nutzen wir doch direkt mal aus. So, und ich würde gerne bei dieser ganzen Aktion das Gift das erste Mal mal ausprobieren. Nicht auf dem Pfeil, sondern ich würde gerne das Essen vergiften. Wenn das ginge, wäre das echt grandios. Ja, mal gucken. Ist das eine Höhle? Offensichtlich nicht. Da hat nur jemand den Berg falsch zusammengesetzt. Das ist aber jetzt eine Höhle. Was geht verdammt tief rein? Wie war es das etwa? Das ist Verarschung. Hä? Ist ja nix. Hab mich gefreut, dass ich irgendwie eine riesige Höhle gefunden habe. So ein riesiges Höhlenkomplex. Eine Höhle, die richtig intakt ist und dann so ein Scheiß. Ach man, naja. So, okay. Wollen wir mal... Das sind doch schon Banditen, oder nicht? Ich würde gerne mal ein Gift ausprobieren. Habe ich getroffen? Sein Schild! Oh Mann! Hallo? Aber man kann sie vorbereiten, wie cool. Wohin könnte er geflüchtet sein? Scheiße. Er muss hier irgendwo... Ich will nur einmal treffen. Ich nehme extra das billige Gift. Okay, von Gift kann man also... Ich kann quasi Gift herstellen, sie schon mal auf meine Pfeile vorbereiten. Das ist cool. Das ist cool. Zack, zack, zack. Das gute Gift benutze ich natürlich nicht für Pfeile. Okay, das ist einfach umgekippt. Du bist zur falschen Zeit. Oh mein Gott, du bist kein Bandit, oder? Doch! Wieso hassen mich die Banditen? WTF? Hä? Warum hassen mich jetzt die Banditen? Oh, ist ja gut. Du wirst leid.
Der hat sie einfach alle in seinem fucking Schild drin. Ich hasse Schilde. Wie hat das denn nicht getroffen? Du bist tot. Wie hat das denn nicht getroffen? Trau dich doch. Ernsthaft? Du lebst immer noch? WTF? Was soll denn der Scheiß? Also ich weiß, was ich in der nächsten Aufnahmepause machen werde. Ich werde Gift herstellen und jede Menge Giftpfeile für mich vorbereiten. Oh, ist das toll. Oh, ist das cool. Ich meine, es ist natürlich sehr viel Vorbereitungszeit für ein bisschen mehr Schaden, aber ich kann richtig tödliche Pfeile machen. Wieder plötzlich stand, die Leute merken sich, was du gemacht hast. Oh, ich krieg mein Giftpfeil zurück. Ist ja noch geiler. So, ich glaube, zwei haben es überlebt. Einer pennt. Ne, beide pennen. Tschüss. Bürgerschwert. Groschen. Jagdpfeile. Wieso hast du zwei Bögen? Zwei Schwerter. Ich meine, die Pfeile nehme ich immer gerne an mich. Heimlichkeit! Boop. Immer schön die Groschen mitnehmen, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Der hat drei Bögen! Das stimmt mit den Leuten nicht. Oh, shit. Hey! Hi! Da bist du ja, du Gauner! Nein! Jetzt kriegst du, was du... Ich verfehlt habe! Hast weiche Knie bekommen, was? Oh! Ah. Hier drüben! Wo ist nicht dein Ernst, ey. Komm, fertig. Tschüss. Ja. Zu den Waffen! Hier rüber! Fuck. Nein, lass mich in Ruhe. Was ist los? Komm schon. Och Mann. Ich habe so viel Bogenschießen trainiert, ne? Ja. Ja. Hat er mich verloren? In den Hintern. Ihr seht schon, ich kann schon besser zielen. Eigentlich war ich schon richtig gut darin. Aber naja, so ist das, wenn man lange kein Bogenschießen mehr macht. Aber es wird wieder versprochen. Und dann gucken wir mal, ob wir den treffen. Ah, es war knapp. So, ich liebe Bogenschießen, ey, das ist so cool. Oh, ist wenig Arbeit, sehr wenig Arbeit. Ich krieg auch noch meine Pfeile zurück, hey. Krieg ich den nicht zurück? Oh, ist weg! Ist das eine Höhle, wo die herkamen? Interessant. Mehr Pfeile, okay. Was habt ihr hier? Was ist das? Oh. Sind das die komischen Münzen?
Okay, hier ist hell genug. Ich muss die Nachtsicht also nicht aktivieren. Aber ich weiß auch nicht, was wir hier drinne finden werden. Okay, wir probieren das erste Mal die Nachtsicht aus, sagen wir es so. Trank der Nachtigall, nein. Was ist das denn? Hier ist ein Pfeil, ein Sternchen drauf. Keine Ahnung. Aber wir trinken den mal. Ja, ist jetzt nicht so krass besser, aber es ist besser. Und da kommen Stimmen. Okay, dann gehen wir hier lang. Ah. Shit. Habe ich meinen Bogen noch ausgerüstet? Ja. Okay, Freunde, wie das Ganze hier ausgeht und ob wir sie vergiften können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero Juice.